Hallo Leute, mein Name ist Marco, ich bin 23 Jahre alt und möchte Let's Plays hier auf YouTube machen und euch Spiele zu zeigen. Ja, ich habe mir schon ein paar Spiele überlegt und ich werde auch ein paar Angebote machen können, wo ihr euch Spiele wünschen könnt. Und darum werde ich euch mal zeigen, welche ich mir schon ausgesucht habe, welche ich definitiv machen möchte. So, und hier auf meinem YouTube-Kanal kann man halt schon mal die Spiele angucken, die ich mir so überlegt habe. Assassin's Creed 4. Das Setting finde ich sehr interessant als Pirat. Ich bin mal gespannt, wie sie das Ganze verknüpfen, wenn man mal an die Geschichte von Teil 3 denkt. Dragon Age 3. Ein weiteres Spiel, das ich mir überlegt habe, und das könnte echt interessant werden. Die Story hat mir bisher sehr gut gefallen, im ersten Teil und ein Stück weit auch im zweiten, fand ich sehr gut. GTA 5. Hier, das soll ja angeblich rauskommen. Im ersten Quartal 2014, wenn man den neuesten Gerüchten jetzt glauben darf. Müssen wir mal gucken. So, und dann haben wir noch Race, Son of Rome. Das wird ein interessantes Spiel. Das Setting interessiert mich sehr. Es hat halt was von Warhammer 40k, ein bisschen von der Steuerung. Wobei ich die hier noch ein Stück besser finde. Sieht sehr interessant aus im antiken Rom. Dann gibt es natürlich noch die Elder Scrolls Online. Ja, da hätte ich gerne eine Beta. Die läuft ja zurzeit schon, seit einer Weile. Die würde ich mir auch echt gerne angucken, aber ist halt ein bisschen rar gesät, ne, die Plätze. Ja, aber das wird definitiv auch kommen, sobald es released ist oder Open Beta gibt. The Witcher 3. Ja, da fand ich den ersten Teil richtig gut. Der zweite hat mir auch sehr viel Spaß bereitet. Und ja. Da bin ich natürlich gespannt auf den dritten Teil. Ja, Watch Dogs. Es ist ein weiteres Spiel, was ich mir vorgestellt habe. Ist, glaube ich, auch ein bisschen bekannter für die meisten. Ich glaube, relativ viele Leute möchten dieses Spiel. Und ich bin echt einfach mal gespannt auf dieses Feature mit dem Hacken und dem Sneaky. Und ich bin echt mal gespannt, wie sich das ganze Spiel spielen lässt. Und Titanfall habe ich auf der Gamescom gesehen. Sah schon echt schick aus. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze nochmal so spielen lässt. Ja, und dann geht's weiter mit Thief. So Action-Stuff. Boah, das könnte echt cool werden. Da bin ich auf jeden Fall auch drauf gespannt. Ihr seht oder hört, es sind ein paar mehr. Ich habe auch geplant, im Koop ein bisschen was zu machen. Halt zum Beispiel Total War, Rome 2. Da habe ich jemanden, mit dem ich das machen würde. Vielleicht möchte noch irgendjemand anders. Der kann mir ja einfach eine Nachricht mal schreiben oder mich bei Steam melden. Sollte GTA 5 wirklich rauskommen für PC, darf natürlich auch der Online-Modi nicht fehlen. Da habe ich mir überlegt, man könnte ein paar Sachen zusammen machen, gegeneinander. Oder einfach so wirklich Gruppe gegen Gruppe. Ich schließe mich irgendwo an. Ich bin da relativ offen für alles. Und ich gucke mir das Ganze mal an und freue mich jetzt schon mal über eine große Beteiligung von euch. Und bis die Spiele kommen, die ich so geplant habe, das könnte ja noch ein bisschen dauern, haben vielleicht ein paar Leute von euch ja Singleplayer-Wünsche oder Multi-Koop-Wünsche. Die könntet ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben und dann zocken wir die vielleicht sogar zusammen. Das würde mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und euch wahrscheinlich wohl auch. Also schreibt mir. Und zum Ende des Vorstellungsvideos möchte ich euch noch sagen, dass ich halt mit Fraps und Camtasia aufnehmen werde, beziehungsweise schon aufnehme. Und halt auch bearbeite. Und den Ton werde ich vielleicht getrennt ab und zu aufnehmen, je nachdem, was ich vorhabe in den Folgen mit Outer City. Und ich habe das ganze Video jetzt einfach gemacht, damit ich es dann in der Zukunft verlinken kann, wenn Fragen kommen oder die Leute, die mich jetzt kurzfristig entdecken, halt einfach wissen, so, ah, okay, die und die Spiele hat er vor und so macht er das. Und ja, damit ihr einfach so eine Vorstellung habt, wie ich das Ganze mache und machen möchte. Und für einige, die es interessiert, werde ich unter das Video noch schreiben, was für ein PC ich habe und Zubehör und so. Das kann sich ein bisschen ändern. Ich weiß nicht, ob ich es immer schaffe, es zu aktualisieren. Auf jeden Fall danke, dass ihr das Video angeguckt habt. Und schreibt mir noch Kommentare, so mit Tipps, was ich verbessern könnte. Das würde mir echt helfen. Danke schon mal für die Comments und damit sage ich Tschüss von Teilweise IP. Bis zum nächsten Mal.